geht denn hier ab, Alter? El Rille ist am Ende seiner Kraft. Er ist komplett zerstört. Brock Lesnar kommt hier in den Ring rein mit seinem World Heavyweight Champion Titel. Ist das etwa die Ansage zum großen Finale von WWE? Brock Lesnar gegen El Rille. Die zwei werden hier in der nächsten Woche aufeinander antreffen bei der World Heavyweight Championship WrestleMania. Das wird einfach nur krank werden. Jetzt kommt er gerade auf uns zu. Was hat das zu bedeuten, Leute? Was will er von uns? Will er nochmal eine dicke Ansage machen? Oder will er einfach nur ein bisschen Show machen? Ein bisschen die Fans in Stimmung rufen? Auf dieses Match. Finally heben ja die Leute hoch. Die freuen sich alle darauf, dass so ein Match bald zustande kommen wird. El Rille gegen Brock Lesnar. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Da kommt noch The Rock, Alter. Was ist denn jetzt los? Ey, Leute, Mann. Was geht hier ab? Unser Ex-Tag-Team-Partner The Rock kommt hier einfach in den Ring rein. Eieieiei. Ich bin gespannt, was das jetzt hier ergeben soll, Mann. Diese drei werden bei WrestleMania um den Titel kämpfen. Das wird ein Match für die Geschichtsbücher. Leute, das wird ein perfektes Finale werden. Ich sag es euch. Guck mal, Brock Lesnar hebt den Titel hoch. Junge, Junge, das wird einfach krank werden. Lasst euch überraschen, Mann. Please join me in welcoming my guest tonight. Was geht? Zum letzten Mal wahrscheinlich. Let's talk about was ist denn passiert? What was the feeling being in the ring with your two other opponents? Was das für ein Feeling für mich war? Gänsehaut, weil das war einfach ein Feeling, dass es quasi das große Finale von WWE werden wird, Leute. Und wir müssen wirklich uns jetzt den Arsch aufreißen, dieses Ding zu gewinnen, Mann. Es ist die letzte Folge. Es ist wahrscheinlich El Rilles Abschied, auch wenn er kurz und knapp sein wird, denn es kommt bald WWE 2K17 raus. Dort wird er sein großes Comeback feiern. Aber ich würde sagen, das ist mein Jahr, ich spüre es, ich erkämpfe mir diese Ehre. Ich kann das Match kaum ab, es war elektrisierend. Ich kämpfe mir diese Ehre, ich erkämpfe mir diese Ehre, das würde ich sagen, Leute. Wir sind motiviert und gehen mit vollem Ehrgeiz beharrlich in diesen Kampf. Authority through Triple H to get here. My career is leading up to this moment. This is it. I'm reaching for that brass ring. Es ist soweit, Freunde. Seid ihr bereit für das große Finale von WWE 2K16? Zusammen haben wir uns mit El Rille über 80 Folgen hinaus ein gigantisches Imperium aufgebaut und heute wird es das große Ende geben mit dem Titelkampf gegen Brock Lesnar und The Rock. Ich bin bereit, ihr seid es hoffentlich auch. Und dann würde ich sagen, was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Inia und herzlich willkommen zum großen Finale von WWE 2K16. Ja, Leute, lange hat es gedauert bis zu diesem heutigen Tag, bis zum großen Finale. Doch heute ist es endlich soweit. Wir werden das Triple Threat zusammen mit The Rock und Brock Lesnar bestreiten. Ihr habt es am Anfang gesehen. Es wird auf jeden Fall gigantisch werden. Ich bin gespannt, ob wir eine Chance haben werden oder nicht. Ich werde euch direkt wirklich ohne Spaß meinen ersten Versuch zeigen. Wenn wir verlieren, dann gehen wir dieses Jahr mit einer Niederlage aus. Aber wenn wir gewinnen, dann freuen wir uns natürlich umso mehr auf den nächsten Teil, auf WWE 2K17, was jetzt die Tage auch rauskommen wird. Und das werde ich natürlich auch direkt anfangen, Leute. Ich bin gespannt, wie das werden wird, aber erstmal wirklich Applaus. Wir haben 80 Folgen in WWE geschafft, Alter. Das ist auf jeden Fall eine gute Anzahl. Ich weiß nicht, wie ich das nächstes Jahr machen werde, ob ich da genauso viele Folgen bringen werde oder nicht. Aber ich denke mal schon, weil El Rille ist momentan einfach wirklich eine Person geworden, die mir auch mega ans Herz gewachsen ist. Sie ist zwar nur virtuell, aber wir haben 2015 mit ihr so eine krasse Karriere gehabt, mit El Rille, Alter. Das war einfach unfassbar, dieses. Ich fand, letztes Jahr war es einfach noch ein Stückchen krasser. Ich weiß nicht warum, weil es das erste Jahr war. Dieses Jahr natürlich war es auch cool, aber ich freue mich umso mehr aufs nächste Jahr, auf die Erneuerung, was sich dort alles verbessert hat, Leute. Ich würde sagen, habe ich jetzt genug gelabert. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da für dieses krasse Jahr bei WWE. Und ja, würde ich sagen, Freunde, geht es auch direkt los mit dem Titelkampf. Ich habe das Moveset einfach mal so gelassen, wie wir es in der letzten Folge hatten. War ich voll gesabbert, Alter. Aber egal, Leute, wir werden jetzt mit dem Finale starten. Ich bin bereit, ihr seid es hoffentlich auch. Dann würde ich sagen, geht's jetzt los. The Rock, El Rille, Brock Lesnar, let's go. Das Match heute Abend entscheidet über den Ausgang einer lang anhaltenden Rivalität. Heute Abend wird die Rivalität beendet. Hört ihr das, Freunde? Ein letztes Mal aus Santa Clara, California, werden wir El Rilles Einlauf sehen. Und da haben wir ihn. Und boom! Zum allerletzten Mal betritt er bei WWE 2K16 den Ring und ist bereit für dieses Match, auf das er schon so lange gewartet hat. Wir haben uns über das ganze Jahr hinaus richtig hart erarbeitet.
hier hinzukommen, Leute. Es war ein harter Weg. Es gab Niederlagen, es gab Siege, es gab gute Zeiten, es gab schlechte Zeiten. Aber jetzt ist alles auf diesen einen Kampf konzentriert, auf den wir schon so lange gewartet haben. World Heavyweight Championship, El Rille gegen Brock Lesnar und The Rock. Jetzt kann es losgehen mit diesem krassen Match. So Leute, hier könnt ihr sehen, der Titel wird in die Luft gehalten. Der World Heavyweight Championship, um den es heute gehen wird. El Rille ist motiviert, er ist heiß. Brock Lesnar ebenfalls, The Rock auch. Und jetzt geht es los, Freunde. Fuck, Triple Threat, ab geht's hier. Bam, Junge. Leute, ich bin gerade richtig motiviert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich werde den Kampf hier einfach auseinandernehmen. Ich werde jetzt alle platt machen, Leute. Wir haben jetzt lange kein WWE gebracht. Das ist wirklich mein erstes Match hier. Voll die Umstellung, Mann. Aber egal, wir werden das hinkriegen, Freunde. Wir werden gemeinsam kämpfen für diesen Titel hier. Auf den haben wir schon so lange gewartet. Kommt beide her, The Rock und Brock Lesnar. Ich packe euch beide. Zack. Ah ja, jetzt kommt der von hinten, der Brock hier. Den kontern wir erstmal schön. El Rille, Alter. Was ein klasse Start von ihm hier. Bisher noch kein einziges Mal getroffen worden. Jetzt kommt hier The Rock von hinten. Ah, das war stark. Da konnte man nicht mal kontern hier. Leute, Leute, Leute. Ihr habt alle WWE vermisst. Es tut mir leid, dass das Finale so lange auf sich warten musste, Mann. Ohne Spaß. Aber es kam jetzt FIFA 17 raus. Es kam The Journey raus. Ich war viel unterwegs gewesen. Walking Dead ist momentan auch auf dem Kanal. Eigentlich jeden zweiten Tag immer am Kommen. Deshalb, Freunde, tut es mir leid. Aber bei 2K17 müssen wir mal schauen, wie wir das machen werden. Ich lasse mich einfach überraschen, wie das Spiel werden wird. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal, wie gesagt, auf diesen Kampf hier, Mann. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Let's do this shit, man. Suplex City. Bam. Alter, so, wir müssen erstmal ein bisschen chillen. Also ich glaube, hier geht es darum, einfach einen zu pinfallen. Man muss nicht beide pinfallen. Es ist nicht so Last Man Standing mäßig. Es ist einfach wirklich, wer einen pinfallt, der hat gewonnen. Deshalb wird es schwer sein, weil immer, wenn einer den anderen pinfallt, ist einer dazwischen, der dann kommen kann. Also die beiden geben sich ja gerade richtig die Fäuste, Alter. Der Rock rastet gerade richtig aus, will ihn zum Rope Break bringen, zum Disqualification. Ach, ich laber so einen Scheiß wieder, Alter. Mann, ich bin wirklich richtig nervös, Mann, weil ich will wirklich den Kampf hier auch gewinnen. Ich zeige euch jetzt meinen allerersten Versuch hier. Und das müssen wir einfach gewinnen. Guck mal, wie schnell unser Leben weggeht, Alter. Wir haben sehr gut gestartet, Alter. Jetzt haben wir schon fast unseren kompletten grünen Balken weg hier. Und ich rede gerade richtig hyperaktiv. Das fällt mir gerade erst auf. Komm, komm, komm. Drauf, drauf. In seinen Rücken. In seinen Rücken. Geh. Ey. Alter, El Rille, Mann. Komm mal wieder rein jetzt hier, Mann. Genau, pack dir jetzt. Ey, die beiden kämpfen da völlig ohne uns. Sie denken, El Rille, der ist doch keine Gefahr hier, oder was? Das werden wir den gleich mal schön zeigen. Hier, zack. Der hebt einfach The Rock hoch und bam, schmeißt ihn um. Brock Lesnar, du bist der Nächste, hä? Eieiei, komm. Warte, jetzt werden die sehen, Alter. Guck mal jetzt, Leute. Guckt euch das jetzt an. Warte, warte. Jawohl, schmeiß ihn um. Genau, steh auf und jetzt hier. Bam, Junge, auf deinen Rücken, The Rock. Ich weiß nicht, auf wen wir draufgehen sollen, ich denke, The Rock wird etwas einfacher sein als Brock Lesnar. Ich weiß es aber nicht genau. Ich denke es mir einfach nur. Der dreht jetzt eine Ehrenrunde, der Brock Lesnar. Jetzt kommt er wieder rein. Wollte nochmal kurz ein bisschen Luft schnappen. Ach du Scheiße. Ey, wir können sogar Sachen nehmen. Das wusste ich nicht, Leute. Oh, shit. Oh nein, wir dürfen nicht getroffen werden mit diesem scheiß Basic-Schläger. Eieiei, zum zweiten Mal. Noch fast zum dritten Mal. Alter, der penetriert uns ja komplett hier. Scheiße. Eieieiei, wir haben jetzt richtig auf die Fresse bekommen, Leute. Ey, wir brauchen unbedingt den Basic-Schläger. El Rille hängt einfach im Seil fest hier. Oh nein, Alter. Scheiße, schwere Zeit. Jetzt kommt noch hier The Rock auf uns drauf, Mann. Die wollen uns ja richtig auseinandernehmen hier. Ach du Scheiße, jetzt geht's aber ab. Schön, danke The Rock. Oh, jetzt haut er noch auf uns drauf. Ich kann da nicht kontern, Mann. Das ist zu schnell hier, wie die schlagen. Guck mal, unser Leben, Alter. Brock Lesnar doch... Ey, wieder zu früh? Warum zu früh? Ich hab doch rechtzeitig drauf gedrückt. Das hat uns jetzt so viel Leben abgezogen, Mann. Das ist echt schlimm, das ist echt schlimm. Aber komm, El Rille, steh auf, Mann. Jetzt gibt's das Comeback. Komm, jetzt nimm dir den Basic-Schläger, nimm dir den Blazy. Jawohl, jawohl. Hier, Alter, hier. Kommt jetzt beide her. Wer will zuerst? Komm. Alter, El Rille. Ey, jetzt kriegen wir einen Tritt. Ich glaube es nicht. Wieso können wir... Ich mag das manchmal nicht, weil man nicht hier wechseln kann mit dem Anvisieren. Das fuckt manchmal richtig ab hier. Boah, Junge, in seine Fresse rein. In deine Fresse auch. Guck mal, beide liegen, Alter. Jetzt geht die Post ab. Wir haben Signature, Leute. Bam. Hauen wir hier drauf, Mann. Wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen Energie, um den Signature auszuführen. Wir haben gerade gar keine Energie mehr. Hier, Brock, hä? Was war gerade hier? Du haust auf meinen Rücken. Hier, kannst mal sehen, wie das ist. Zack, hau ich hier einem drauf. Bam, Alter. Kommt alle her, ey. Kommt alle her. Boah, Schwung habe ich in den Rücken gegeben. Guck mal, zwischen seine Eier hier. Scheiße, Mann. Guck mal, jetzt haben alle drei gleiches Leben, Mann. So stellt man sich doch ein Finale vor, Leute, oder nicht? El Rille hat den Finisher. Er hat den Finisher. Komm, komm, komm. Wir brauchen jetzt Energie. Wir brauchen jetzt... Gibt's erstmal einen geladenen Finisher? Oh nein, oh nein. Guck, das meine ich, Alter. Immer wieder ist einer dazwischen. Immer wieder. Zack.
jetzt vielleicht mal hier bei The Rock den geladenen Finisher. Der hat ein bisschen weniger Leben als Brock Lesnar. Aber beide stehen sofort auf, Mann. Das sind gigantische Kampftiere hier, Mann. Eieiei, Konter. Ey, zu früh. Ey, ich will dieses letzte Match hier nicht verlieren. Ich weiß nicht, ob wirklich danach auch die Karriere vorbei ist. Ich denke mal eher nicht. Aber ihr habt es gesehen, Leute. Es zögert sich einfach viel zu sehr in die Länge. Teil 17 kommt raus. Und deshalb wird das hier quasi das große Finale sein. Auch wenn es vielleicht weitergegangen wäre. Aber so viel Zeit haben wir einfach nicht mehr. Boah, hab ich eben die Fresse genockt, Alter. Scheiß, komm, hier. Boah, Junge, Alter, ich hau die alle kaputt. Guck mal, Brock Lesnar geht schon aus dem Ring raus. Jetzt kommt er wieder rein. Komm noch rein, hä? Oh nein. Jetzt kommt er bestimmt von hinten, wird uns eine geben. Oh, wir haben, boah, Junge, guck mal, das Leben von uns allen dreien hier, ey. Komm, Junge, geh auf seinen Rücken. Guck mal, Brock Lesnar, seine ganze Brust ist rot wie eine Tomate. Wir müssen jetzt irgendwie den geladenen Finisher bei irgendeinem machen, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen zum Sieg. Egal, Leute, ich würde sagen, bei The Rock machen wir es, bei The Rock. Der hat aber jetzt auch einen Finisher, aber der kann jetzt kontern, ey. Oder der macht, boah, Junge, einfach hier, out of nowhere. Was ist das für eine Wiederholung, Alter, kranke Scheiße. Zack, haben wir dem erstmal eine gegeben, dem Brock Lesnar. Nein, bitte kein Finisher von The Rock. Boah, ich dachte schon, jetzt gibt er uns einen Finisher. Das soll er mal lieber bei Brock Lesnar machen, das wäre viel sinnvoller. Oh nein, ey, das ist so ein hartes Match, Leute. Wir müssen irgendwie versuchen zu gewinnen, Mann. Wir müssen versuchen zu gewinnen. El Rille muss hier aufstehen, Leute. El Rille muss aufstehen. Ja, man, die gehen schon mal beide raus. Das ist schon mal gut für uns. Das heißt, wir können mal ein bisschen Energie aufladen. Hier, ich mache hier mal ein paar Saltos, damit sich unser Powerbalken hier auflädt. Damit wir gleich mal hier noch ein Signature machen können. Fuck, Alter. Das ist echt ein geiles Match bisher. Ohne Witz. Das ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Ihr seht, alle sind im roten Bereich hier. Jeder will den Titel haben. Alle kämpfen wirklich darum. Komm noch rein. Kommt rein. Die sollen einfach beide reinkommen. Ich mache es ein bisschen faxen. Ich lasse die beiden da draußen ein bisschen toben. Einmal noch und dann haben wir den Signature. Jetzt würde ich sagen, packen wir uns einen von den beiden. Komm. Das ist unsere Chance. Jetzt. Schön. Jetzt ist nämlich Dingens geschwächt. Wir können Brock Lesnar in den Ring werfen. Komm. Pack ihn dir. Heb ihn auf. Scheiße, er kontert, Mann. Fuck. Stark. Jetzt gibt er den Signature. Aber The Rock steht schon wieder. Zack. Oh nein, er kontert, Alter. Er kontert einfach unseren Signature. Oh nein. Oh, ey, was geht hier ab? Oh, shit. Ey, das ist echt ein krankes Match. Das ist echt ein richtig krankes Ding. Wir müssen hier einfach gewinnen. Brock Lesnar blutet. Oh nein. Komm. Fuck, Mann, ey. Ich bin richtig nervös. Ich will einfach nicht verlieren, Leute. Für euch ist es bestimmt gerade auch mega spannend, Mann. Mega spannend. Mann, Konter, Digga. Konter. Sauber. Hau ihn in den Magen. Hau ihn rein. Zack, genau so. Konter. Knock ihn aus. Und er kontert wieder, The Rock. Oh, fuck. Beide haben Signature. Nein. Beide haben Finisher sogar. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck. Was geht denn jetzt hier ab, Leute? Was geht hier ab, verdammte Scheiße? Ey. Ach, du Scheiße. Oh, nein. Ey, die sollen jetzt mal bei sich gegenseitig den Signature oder Finisher machen. Wir haben beide Finisher gerade hier. El Rille liegt einfach tot auf dem Boden. Oh, nein. Ey, wir müssen uns irgendwie ein bisschen davon schleichen, Leute. Oh, nein. Geh dazwischen, El Rille. Oh, Junge, war das knapp. Auf den Schiri einfach drauf. Das ist eigentlich auch eine gute Taktik. Einfach den Schiri ausschalten. Fuck, Mann. Nimm nochmal das hier. Zack, hau auf irgendeinen drauf. Zack, hau drauf. The Rocker Signature, der kriegt jetzt auch eine mit. Bam, der blutet auch noch. Sauber, Leute. Wir haben wieder Signature. Der Schiri steht. Können wir einen Pin fallen eventuell? Eventuell The Rock oder Brock Lesnar. Komm schon. 1, 2. Nein. Zu früh gefreut. Wir müssen jetzt irgendwie schnell den Signature bei The Rock anwenden oder bei Brock Lesnar. Beide sind am Bluten, Alter. El Rille blutet noch nicht. Komm, mach den Signature, Junge. Ey, unsere ganze Energie ist weg. Unsere ganze verdammte Energie ist weg. Oh, fuck. Es gibt den Finisher von... Oh. Ey, steh auf, Mann. Du willst jetzt bestimmt pinfallen, oder? Ey, das müssen wir ausnutzen. Leute. Nein. Du willst jetzt... Ich hab's gewusst. Geh dazwischen. Ey, El Rille, geh dazwischen. Sauber. Pack dir jetzt hier. Brock Lesnar von hinten. Oh, Junge, hat er den eine gegeben hier. Komm, jetzt. Ey, bis der wieder reagiert hier, Mann. Boah, Leute, das ist echt wirklich ein Traumfinale, Mann. So stellt ihr euch das sicher nicht vor. Nein. Oh, Junge, Alter, fuck. Ey, fast haben wir jetzt hier verloren. Wir haben wieder einen Finisher. Ey, komm, verpisst euch. Wir müssen hier raus. Ey, boah, das war wichtig. Im letzten Moment gehen wir hier raus. Wir müssen hier weg, Alter. Ich muss hier weg. Wir gehen mal eine Ehrenrunde hier. Jetzt schnell in den Ring rein. Ganz schnell. Lass die draußen ruhig da machen. Komm, beide rein. Dreck. Ey, El Rille, Mann. El Rille, wohin mit dir? Ey, der ist wirklich komplett auf Rille, Mann. Der kann doch nicht vor dem Finale einen Tag davor Rille gemacht haben, oder was? Fuck. Ey, Junge, dieses Leben hier, ey.
Ey, irgendeiner braucht noch einen Finisher, dann ist es vorbei. Oh nein, er kickt vorbei. Nein, nein, nein. Sauber, sauber, komm jetzt hier, irgendwas machen, komm. Komm, 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 bei The Rock, bei The Rock, bei The Rock, pack ihn dir, pack ihn dir. Ah, klar, klar, klar. Hier, Alter, in dein Arschloch trete ich dir rein. Komm, mach den Finisher, mach den Finisher. Bam, Junge, Inside Kick in seine Fresse, ey. Aber jetzt haben wir nur noch, hier ihn vor uns, der kriegt den hier noch. Und er kontert, ich glaub's nicht, nein, nein, jetzt ist es vorbei. Brock Lesnar wird gewinnen, ja. Es ist vorbei, Leute. Oh nein, doch nicht, wir kommen raus. The Rock, du musst aufstehen, Junge, steh auf. Fuck, 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 fuck. The Rock, steh auf, Junge, steh auf. Der will ihn aufpinnen vor allem. Stehen dazwischen. Nein. 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 Nein, Junge. Boah, Junge. Ey, ist das krank hier. Oh. Nein, 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 nein. Ich muss erstmal klarkommen hier auf alles, Mann. Das ist wirklich ein Finale, was sich sehen lässt, Leute. Ein Finale, was sich sehen lässt. Vielleicht nochmal jetzt der Pinfall bei The Rock. Der ist einfach tot gerade. Nein, nicht bei ihm, Leute. Nein. Nein, 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 nein. Ich wollte doch bei The Rock machen. Der ist sich gerade am Aufladen da. Wie so ein Handy-Akku. Wir müssen uns wirklich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Wo ist der Basie? Ich brauche den Basie-Schläger. Der ist jetzt wichtig. Der könnte wichtig sein. Und wir gehen einfach mal raus hier. Wir werden jetzt Pinfall oder kommt der mit raus? Der kommt mit raus. Müssen wir den kurz ausnocken, den Brock. Bam, Junge. Genau so. Und jetzt hol dir schnell was hier raus. Hol dir was raus. Hol dir was raus, Digga. El Rille. Ey. Ah, vielleicht. Ah, man kann nur außen. Nicht. Ah, hier. Man kann nur außen. Nicht hier. Das gerade gesehen. Lass die beiden da mal draußen kämpfen. Ja, oder wir kommen jetzt von da. Oh, 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 oh. Hammer, hammer. Sauber. Der war gut. Der war stark. So, jetzt hauen wir mal ein bisschen auf ihn ein hier. Zack. Nochmal. Jetzt auf der Brock. Junge, geh auf Brock drauf. Brock ist wichtig. Zack. Nein, nein. Nochmal, nochmal, nochmal. Oh, fuck. Er geht dazwischen. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, wie schnell der hier drauf haut. Was geht hier ab bei dem? Hallo. Ey, ich kann das nicht abwehren. Immer zu spät. Immer zu spät. Junge, was macht der da mit uns? Ey, ich, ey, ey, ey. Jetzt hier, kontern wir mal, Alter. Was, Junge, was? Oh nein, fuck, Alter, fuck. Unser Leben ist komplett am Arsch. Komplett am Arsch, Leute. Wir bluten jetzt auch noch. Ey. So ein Finale, das geht in die Geschichte ein. Da kann nicht mal das Finale von letztem Jahr mithalten, Leute. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist wirklich das absolute Traumfinale. Fuck, Alter, was machen wir? Sollen wir reingehen oder nicht? Ey. Wir haben beide Finisher. Wir twerken jetzt erstmal noch ein bisschen. Ja, guck mal, wie alle am Bluten sind. Ja, wirklich. Ich kann gar nicht mehr reden gerade, ohne Spaß. Geh in den Ring rein, geh rein, Junge, geh doch rein. Wir müssen schnellstmöglich reingehen hier irgendwie. Pack dir das und jetzt geh rein. Jawohl, genau so, ganz ruhig jetzt hier, ganz ruhig. Und sagen auf Brock Lesnar, der hat am meisten Leben. Hau doch bitte auf Brock Lesnar, Brudi. Komm, Elrede, auf Brock. Nicht auf den Schiri, jetzt hau ich den auch den Schiri kaputt. Egal, einfach auf alle drauf hier, einfach schlagen, einfach nur schlagen, Digga. Boah, Junge, ist das hier knapp, Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben jetzt gleich unseren Finisher und Signature. Ich schaue einfach die ganze Zeit drauf. Die ganze Zeit draufhauen. Bam, Junge, jetzt auf The Rock. Und jetzt nochmal hier auf Brock. Komm, drauf, drauf, drauf. Zack, Junge, sauber. Alter, die sind beide so tot, ne? Schön, sehr stark, sehr stark. Jetzt hier den geladenen Finisher bei The Rock. Komm, 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 wenn der kommt. Der muss kommen, der muss kommen. Aber der, ey, der steht schon wieder. Nein, 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 nein. Der wird den bestimmt abwehren. 100% wird den abwehren. Da kann ich meinen Arsch drauf wetten. Oder doch nicht, oder doch nicht. Ey. Ja, klar. Ich hab den reserviert, oder was? Wir müssen ihn rausschmeißen. Ich muss den Brock rausschmeißen. Raus mit ihm. Schmeiß ihn raus. Komm. Komm, schmeiß ihn raus. Ja, er kontert. Es war so klar. Es ist so schwer, Leute. Es ist so verdammt nochmal schwer, ne? Oh, jetzt gibt's den Rock-Button. Das ist das Ende von El Rille. Wenn wir jetzt gepinfall werden, ist wirklich vorbei. Dann ist es vorbei, Leute. Wir müssen irgendwie rauskommen. Ey, Rock. Bock. Jawohl, 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 jawohl. Alter, Junge, Junge, ey. Ich komme auf dieses Match gerade einfach nicht klar. Ich will einfach nur noch gewinnen, Alter. Die Chancen stehen nicht so gut. Ich bin ganz ehrlich, es ist schwer. Es ist schwer ohne Ende. Jawohl, wir kontern, Alter. Das ist wichtig. Der Rock lädt sich da gerade auf. Aber Brock steht auch schon wieder, ey. Mann, was sollen wir machen, Alter? Wir müssen die irgendwie ausnocken. Komm, komm, komm. Pinfall, Pinfall. Ah, nein, er steht schon wieder auf. Hau mal drauf hier. Genau so, genau so. Hau einfach drauf. Hau drauf. Der hat kein Leben mehr, der hat kein Leben mehr, der hat kein Leben. Jetzt steht er wieder. Jetzt steht er schon wieder, der Rock. Jetzt steht er wieder nicht. Nein, nein, nein. Ah, klar. Jetzt ist... Nein, 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 nein. Oh, nein. Er will uns jetzt zum Aufgeben zwingen. Nein. Ey, Leute. Ja, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja, es tut mir leid. Nein, El Rille ist verloren. El Rille hat verloren. El Rille hat verloren. Nein, raus hier. Fuck, Mann. Komm dazwischen. Oha. Ey. Ist das hier ein krankes Match, Mann. Ey, ich komme gerade echt nicht klar. Egal, ob wir verlieren oder gewinnen.
Es ist wirklich ein Kampf, der in die Geschichte eingehen wird. Ohne Spaß. Guck mal hier. 5-Sterne-Kampf. 5 Sterne. Oh nein, der will den danach pinfallen. Ja, danach ist es vorbei. Nein. Brock Lesnar hat gewonnen. Ich glaub's nicht. Er hat gewonnen. Er wird ihn jetzt pinfallen. Ja, es ist vorbei. Scheiße. Nein. Oh, der kommt nochmal raus hier. The Rock kommt nochmal raus. Unfassbare Szenarien spielen sich hier gerade ab bei diesem Match. Das ist wirklich unfassbar. Jetzt wird er noch wirklich einen geladenen Finisher machen. Aber wir stehen dann wieder. Das heißt, wir können Brock Lesnar ausschalten in der Zeit. Jawohl. Er darf nur nicht kontern. Perfekt. Jetzt packt ihr den Brock. Nein. Packt ihr Brock Lesnar doch. Nein. Ey, das wäre so perfekt gewesen. Ey. Jetzt will er noch auf uns zukommen hier, oder was? Ja, es ist vorbei. Jawohl, es ist vorbei. Nein. Es ist vorbei, Leute. Jetzt gibt er dem noch einen Finisher. El Rille, du musst aufstehen. Oh, fuck. Steh auf. Oh, der hat doch den Finisher abgebrochen, ey. Meine Güte, ey. Fuck. Was machen wir? Finisher. Komm. Jawohl. Oh, Junge, jetzt. Ja, aber der hat doch genug Leben hier, ey. Ey, wir brauchen irgendeinen Finisher. Jetzt komm. Mach bei ihm. Ja, klar. Ich hab den reserviert, oder was? Komm, mach den Finisher doch bei The Rock, bitte. Tu mir den Gefallen. Wähl doch The Rock aus. Egal, ich lass die beiden jetzt erstmal kämpfen hier. Wir müssen uns den Finisher aufbewahren, Leute. Ich bin ganz ehrlich, wir müssen uns aufbewahren. Für gleich irgendwann. Wenn irgendeiner von den beiden liegt, Alter. Jetzt. Jetzt den geladenen Finisher hier bei Brock Lesnar. Komm, wenn der ankommt. Aber The Rock steht schon wieder, Mann. Und der hat auch noch 2 Finisher. Ey, das wäre das Ende jetzt. Komm, das wäre das Ende. Das ist ja 100% das Ende, wenn wir jetzt zum Pinfall kriegen, Leute. Komm, The Rock ist am Flattern. Der ist am Flattern. Der steht nicht mehr. Komm schon. Ja, ich habe gedacht, der ist ein bisschen am Taumeln hier. Wir müssen jetzt echt aufpassen, Leute. Wir dürfen keinen Finisher kassieren hier. Bam, Junge. Knock ihn weg. Nein. Nicht Brock Lesnar. Raus hier. Raus, Digga. Alter, der geht in Zeitlupe. Der geht nicht mal raus. Oh, ich dachte schon, der geht nicht raus, ey. Boah, Leute, was wird das für eine Folge werden? Ihr müsst jetzt schon mal den Like-Button vergessen. Ein Match hatten wir noch nie in unserer ganzen WWE-Karriere. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Noch nie in unserem ganzen Leben. Oh Gott, das war der Finisher. Jetzt. Schnapp ihn dir. Knock ihn aus. Perfekt. Und jetzt geh auf The Rock. Und das kann das Ende sein. 1, 2, 9. Ey, das hätte das Ende sein müssen eigentlich, Mann. Wie kommt er denn noch da raus, The Rock? Junge. Alter, fuck, jetzt kommen die beide auf mich hier drauf. Lass die ruhig mal kämpfen. Boah, schmeißt du den da raus, ey. Fuck, Mann, ey, ich lass die beiden da jetzt nochmal schön kämpfen. Wir müssen ja, schmeiß die Scheiße weg. Wir müssen ja irgendwie zum Signature wiederkommen. Oh nein. Der braucht wieder 10 Jahre, bis er sich bewegt, Alter. Ich hasse ihn. Ey, ich hasse El Rille manchmal, ne? Ey, nein, wenn wir jetzt wegen sowas den Kampf verlieren, ey. Nicht pinfallen, nein. Bitte nicht, er darf uns nicht pinfallen, Leute. Wir sind am Ende. Sind wirklich am Ende, Mann. Wir müssen irgendwie... The Rock ist draußen, Mann. Digga, ey, Mann, was machen wir, Leute? Was machen wir, ey? Zum Glück pinfallt er uns nicht, Mann. Zum Glück. Was macht der da? Oh nein. Das ist gar nicht gut gerade. Das ist gerade gar nicht gut, Leute. Ey, ich schwör's, Boah. Richtig Glück gehabt hier mit dem Rauskommen. Jetzt ist zum Glück The Rock wieder da. Wenn einer draußen ist, ist es echt gefährlich. Oh, da gibt's den Rock Bottom, Alter. Jetzt packt ihr The Rock. Nein. Hier, Alter, klar. Klar, ich übergebe dir einfach so den Sieg, oder was? Komm, pack ihn dir doch. Mann, wieso packt er ihn sich nicht? Ich verstehe es teilweise nicht, Leute. Manchmal denke ich, die sind echt dumm. Komm, jetzt ja. Aber wir haben Signature gleich wieder. The Rock ist auch schon wieder. Brock Lesnar ist auch schon wieder am Stehen. Lass die beiden mal hier machen, Alter. Lass die mal machen. Komm, jetzt. Ah, Junge, perfekt. Wir haben beide ausgenockt mit einem Schlag. Jetzt hau auf The Rock drauf. Hau auf ihn drauf. Perfekt. Komm. Hau drauf. Ey, er nimmt uns das weg, Mann. Wie viel Energie hat dieser Typ denn? Ich glaub's nicht. Bam, Junge, in seine Fresse rein. Der liegt. Wir müssen Energie laden. Leute, wie lange geht die Folge schon? Das ist ja echt unfassbar, was sich hier abspielt gerade, Mann. Boah, jetzt gibt's da auch nochmal ein Signature oder was weiß ich was. Eine Attacke von... Brock Lesnar, ey. Junge, ey. Ich bin gerade so in meinem Fieber hier. Ja, klar. Klar. Noch einfacher kannst du es dir nicht vorstellen, oder? Ey, guck mal. Ich renne auf Brock zu, aber der schnappt sich den anderen. Jawohl. Ja, das ist das Ende, ja. Wenn jetzt Rock nicht aufsteht,
Rock, du musst aufstehen! Halte Erholung, jawohl. Wenigstens ist der Rock am Stehen, Junge. Wir haben Finisher, Leute. Den müssen wir gleich irgendwie einsetzen, Mann. Wir müssen jetzt schnell aufstehen, ey. Unsere ganze Energie. Wenn irgendeiner dem anderen einen Finisher gibt, ist vorbei. Alter, das ist ein Match. Dafür würden Leute, glaube ich, $10,000 zahlen, ey. Guck mal, wie der Rock am Bluten ist. Die ganze Brust ist voll. Ey, Leute, die Folge muss Minimum die 15.000 Likes knacken, Alter. Das ist ein Match, das ihr niemals wiedersehen werdet. Glaubt mir. Oder habt ihr schon mal jemals so ein Match gesehen? Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Mann. Das ist krass. Ey, wir werden jetzt von beiden noch von hinten getreten, Alter. Jetzt kommen beide auf uns drauf hier, oder was? Oh, shit. Oh, shit. Oh, ey, ey, ey. Nein, ey. Ich glaub's nicht. Ey. Was hat der Rock gerade gemacht, Alter? Der hätte uns... Ey, nein, Mann. The Rock hätte uns retten können. Es kann nicht wahr sein, Mann. Ey, habt ihr gesehen, wie dünn der Balken war? Ich hatte keine Chance mehr gehabt, rauszukommen. Ich hab's doch euch gesagt. Wenn er es einmal schafft, dann ist es vorbei, Mann. Egal, Leute. Wir verabschieden uns mit einer Niederlage aus WWE 2K16. Aber dafür war es ein Kampf, der in die Geschichte von WWE eingehen wird. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Es war ein Kampf, der wird in die Geschichte eingehen. Sowas haben wir noch nie erlebt. Und ich bin wirklich froh, so einen Kampf miterlebt zu haben, mit dabei gewesen zu sein. Ihr seid es sicherlich auch gewesen, Leute. Ja, bei 2K17, da gibt es nur einen Spruch. Come back stronger. Komm stärker zurück. Und das werden wir machen, Leute. Es wird die Tage losgehen mit WWE 2K17. Ein neuer El Rille wird wiederkommen. Er muss sich von der Niederlage natürlich die Tage erstmal erholen. Aber man kann ja nicht immer siegen. Bei 2K15, da war es wirklich ein Sieg, beziehungsweise eine Story, die quasi in den Märchen stehen könnte. Aber ja, 2K16, wir haben unser Bestes gegeben, haben es am Ende doch nicht geschafft, aber was soll's, Leute. Wir haben wirklich uns den Arsch aufgerissen, das Beste gegeben. Ja, Leute, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns aus WWE 2K16. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, ein geiles Jahr. Ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr die erste Folge, wo wir angefangen haben. Und jetzt hört es einfach auf, man, ohne Spaß. Man. Das macht mich auch ein bisschen traurig wiederum, aber ihr könnt euch dafür umso mehr freuen auf 2K17, Alter. Ich habe gehört, da soll einiges verbessert worden sein und da wird die Karriere dann, glaube ich, nochmal viel, viel geiler werden. Und ja, ich denke mal so, ich werde damit eine Woche Pause machen. Und dann, das Spiel kommt ja schon am 10. raus. Ihr könnt es euch gerne vorbestellen über meinen Link, wer es noch nicht gemacht hat. Den Link findet ihr oben in der Beschreibung, aber ich wollte nochmal sagen, es war eine sehr, sehr schöne Zeit, Leute, mit euch. Danke für alles. Danke, dass ihr El Rille bis hierhin unterstützt habt, Alter. Es gab sogar Leute, die haben geschrieben, bring mal El Rille Merch raus, also T-Shirts mit El Rille. Das wäre eigentlich schon eine coole Sache. Und ja, Leute, ich verabschiede mich. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben dafür, diese Abschiedsfolge. Vielleicht knacken wir ja die 15.000 Likes. Das wäre echt krass. Aber ich habe wirklich ohne Spaß bei keinem YouTuber oder bei uns selber noch nie so einen krassen Kampf gesehen, wo alle am Bluten waren, wo wirklich jeder sein Bestes gegeben hat, an seine Grenzen gegangen ist. Und am Ende hat Brock Lesnar das Ding für sich entschieden. Ja, vielleicht war es auch verdient. Vielleicht hätte Rock nochmal eingreifen können. Weil ihr habt gesehen, ich kam da einfach nicht raus. Wir waren tot gewesen. Es ist auch ein ganz anderes Niveau, Brock Lesnar und The Rock. Die waren einfach krass gewesen. Ihr müsst bedenken, unser Gesamtstat war bei 78 einfach gewesen. Ich gucke einfach mal, wie es beim nächsten Jahr wird bei WWE 2K17. Ich bin gespannt, Leute. Danke für alles. Ich bin raus. Haut rein. Bis morgen bei The Walking Dead und The Journey. Mafia 3 wird auch die Tage kommen. Da könnt ihr euch mega drauf freuen, Alter. Haut rein. Macht's gut. Ich bin raus. Und ciao!